Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder jede Menge Telefonschnipsel. Heute habe ich mir gedacht, heute ist Freitag, wir machen mal wieder ein kleines Überlängenvideo, was ein bisschen länger geht als die Videos sonst, wenn sie in der Schnipselparty sind. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unseren vielen kleinen Telefonschnipseln. Ich spreche mit Deutsch. Ja, und Sie? Ja, ich bin Ihre Kulturbetreuerin vom Finanzmarkt. Sie haben sich angemeldet, ja, im Onlinehandel. Ach so, Ja? Hallo? Ja, was denn? Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja? Aha, da brauche ich Hilfe. Okay. Warum? Bitte? Warum brauche ich denn da Hilfe? Sagen Sie mir bitte, wie viel Geld möchten Sie zuerst investieren? Ja, weiß ich nicht. Wollen Sie nicht erstmal Ihre Firma irgendwie vorstellen und so? Bevor wir zum... Bitte? Ja, wollen Sie nicht erstmal Ihre Firma vorstellen und so sagen, was Sie so machen und so? Ja, unsere Firma arbeitet schon lange und Sie haben also richtige Entscheidungen getroffen, mit unserer Firma zu arbeiten. Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja? Na, aber wollen Sie mir nicht erstmal irgendwas über Ihre Firma erzählen? Ich weiß ja gar nichts über Ihre Firma. Warum brauchen Sie diese Informationen? Naja, wenn ich um Geld... Das ist seriös. Das ist nicht seriös, dass ich mich informieren möchte, wo ich mein Geld reinstecke. Nur Sie haben ja eine interessante Auffassung. Aber Sie sind nicht unser Kunde. Ja, aber... Deshalb kann ich nicht... Ja. Ja, aber ich muss ja trotzdem also, vorher wissen... Sie können Investitionen machen und dann kann ich alle Informationen geben Ihnen. Ach so, also ich soll erst Geld einzahlen und dann kriege ich Informationen. Ja. Das klingt nach Betrug. Aber Sie sind nicht unser Kunde und ich weiß nicht, warum fragen Sie darüber. Ja, aber das klingt nach Betrug, wenn ich vorher keine Informationen kriegen darf. Nach Betrug? Aha. Ja. Klingt ich denke, Betrug. Sie sind Betrug, ja? Ja, okay. Okay. Prima. Okay, wiederhören. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, Betrüger. Tschüss, Betrüger, ja? Ja, ja, Betrüger. Sie sind Betrüger. Sie ja. sind. Sie sind eine Kriminelle. Ja, Sie sind. Sie sind kriminell. Ja, genau so stellt man sich ein seriöses Gespräch mit einer netten Banktante vor. Auweia. Und das finden die selbst seriös, sich so am Telefon zu benehmen. Ich meine, letztendlich habe ich ja nun wirklich nichts Verwerfliches gefragt. Ich wollte letztendlich einfach nur ein paar Informationen über dieses nette Unternehmen da von denen haben. Wenn ich da schon bei denen Geld einzahlen soll, ja, dann wäre es ja vielleicht auch mal ganz hilfreich, wenn ich wüsste, wofür, wieso, wie lange die Firma existiert und ja, warum kann man eigentlich keine anständigen Informationen dazu bekommen. Das geht irgendwie in mein Gehirn nicht rein. Ich kann es nicht verstehen, was die sich dabei eigentlich denken, denn so zahlt doch da echt eigentlich kein normal denkender Mensch ein, oder? Hallo, guten Tag, Herr Stein. Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Noah Pkowski und ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Lageberatung? Ja, es geht über Finanzmarkt. Sind Sie bekannt? Mm-mm. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie etwas gehört? Nee, ich habe bis jetzt noch keine Lage beraten. So, Sie haben niemals gehandelt? Nee. Okay, Sie haben... Deswegen, ich habe Ihnen angerufen, weiter Informationen über Finanzmarkt zu teilen. Sowohl die Gelegenheit, die Neuigkeiten... Und dafür haben wir auch die Finanzexperten, dass sie haben ein Stück über Finanzmarkt gemacht und sie analysieren den ganzen Tag Finanzmarkt. So, alles, was ich mit Ihnen will, ist nur ein bisschen Zeit, damit Sie unsere Arbeit sehen, hören können. Hallo, sind Sie noch da, Herr Stein? Ja. So, sind Sie nach Hause momentan? Ja. Okay, und wann sind Sie beruflich, wenn ich frage darf? Dürfen Sie nicht fragen. Tja, was soll man dazu jetzt schon wieder sagen? Also im Grunde genommen wollte sie jetzt ja eigentlich nur wissen, was ich beruflich mache. Und sie fragt ja auch, ob sie das fragen darf. Und ich sage, nö, also will ich nicht sagen. Ja, warum auch immer. Also ich meine, ich musste sie ja auch nicht sagen am Telefon. Weiß ich gar nicht, warum man sich dafür überhaupt rechtfertigen muss. Und dann legen die einfach auf. Und das sogar ohne sich zu verabschieden. Tja, das kann definitiv wohl keine seriöse Firma gewesen sein. Denn ich sage mal, jede seriöse Firma, die jetzt diese Frage hätte, warum auch immer, würde sich dann wenigstens höflich verabschieden oder mal nachfragen, warum man dann nicht das sagt. Und ja, aber mit Kundenberatung hat das hier nichts zu tun.
Das hat einfach nur wieder was damit zu tun, dass die hier einfach gecheckt hat, dass sie hier bei uns kein Geld holen wird, wenn man jetzt schon so ein bisschen anfängt zu diskutieren und das Gespräch wird dadurch sicherlich nicht einfacher. Und da die natürlich auch Zeit eingeplant haben, wie lange man sich da mit den Leuten überhaupt unterhält, bis man die Kohle bekommt, ja, wird's wohl den Rahmen schon gesprengt haben. Aber so leicht ist man dann die Betrüger dann auch los. Hallo? Ja. Ja, hier ist am Apparat Sebastian Kraus, das geht auf Ihre Handelskonto. Was für ein Ding? Handelskonto, online kaufen, online verkaufen. Aha. Weil sind Sie schon bei uns angemeldet, bei unserer Website? Ja, wie möchten Sie denn sprechen? Labusch. Hm. Ja. Dann weiter. Und sind Sie schon bei uns angemeldet? Jetzt müssen wir nur ein Online-Handelskonto aktivieren und damit anfangen mit Online-Trading. Benutzen Sie jetzt einen Computer oder Laptop? Gerade nicht. Gerade nicht? Ja, okay. Morgen, wann sind Sie erreichbar? Was? Morgen. Das machen wir das morgen. Wie? Verstehe ich nicht. Lassen wir das morgen. Ich hab Sie doch jetzt am Telefon, oder nicht? Achso, Sie haben jetzt ein Telefon. Na, ich telefoniere ja mit Ihnen, ja. Ja, was ist das für ein Telefon? Das ist ein Gigaset SL 930. Wie bitte nochmal? Ein Gigaset SL 930. Was ist das für ein Handy? Gar keins. Festnetz. Das ist Android oder Apple? Was? Was ist das, Android? Ein Gigaset. Was haben Sie auch? Ein Gigaset? Ja. Was ist das für ein Handy? Na, gar keins. Ist ein Festnetz. Mhm. Ja, okay. Versuchen wir mit diesem Handy. Da geht kein Internet. Okay, versuchen wir das morgen dann. Na, da geht auch morgen kein Internet. Okay, wann haben Sie Internet? Na, immer. Aber auf dem. Na, immer, aber auf meinem Festnetztelefon geht doch kein Internet. Ja. Ach so, wie machen wir jetzt? Haben Sie gehört von einem Programm Anydesk? Nee, was ist denn das? Das ist ein Programm, ich helfe Sie von meiner Seite, ein Online-Handelskonto aktivieren. Wenn Sie möchten, sind Sie jetzt vom Computer gleich? Dann muss weil ich den das anschalten. Ja, ich höre das, machen wir das schneller. Ne? Und das soll ich buchstabieren, ja. Die Anydesk-Programm. Erstmal muss ich ja meinen Computer anmachen. Ja, machen Sie einen Computer. Hm. Computer ist schon an? Na, der fährt jetzt hoch. Wie bitte? Der fährt jetzt hoch. Okay. Computer ist schon an? Nee. Wie bitte? Nee, also ja, aber noch nicht fertig. Mhm, ja, okay, warten wir. Sind Sie fertig? Womit? Ja. Womit denn? Mein Computer fährt doch gerade hoch. Okay. Wie weit sind Sie? Steht 14%. Macht gerade Updates. Macht gerade Updates? Hm. Was machen Sie jetzt? Was meinen Sie? Was machen Sie jetzt? Na, auf die Updates warten. Ja? Ja. Okay, darf ich schon kurz fragen? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Nee, wieso? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, alles klar. Ich melde mich wieder morgen bei euch, ne? Weil haben wir gar keine Zeit jetzt. Okay? Wann denn? Sie bitte? Wann rufen Sie denn morgen nochmal an? Morgen um wie viel Uhr sind Sie erreichbar? Das ist kein Problem. Machen wir Spaß. Na so. Das ist auch Ihre Job. Machen wir einfach eine gute. Was denn? Hallo? Okay, alles klar. Tschüss, bis morgen, ne? Na, wann rufen Sie denn morgen ungefähr an? Um 12 Uhr, passt? Um 12, ja, da habe ich ausgeschlafen. Ja. Ja, okay, alles klar. Tschüss, bis 12 Uhr. Ja. Der absolute Wahnsinn. Ich glaube, den netten Typen, den hatten wir hier schon so einiges Mal am Telefon und vielleicht ist es ihm auch tatsächlich von alleine aufgefallen, dass wir hier auf YouTube sind. Kann ja sein. Aber, weiß ich nicht. Also wenn die so arbeiten, brauchen die sich auch nicht wundern, dass da letztendlich nichts klappt bei denen.
Ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo. Was denn? Den im Hintergrund kenne ich. In der Tat. Ich bin der Meinung, dass ich den Typen aus dem Hintergrund kenne. Das müsste dieser komische Lukas Kraus oder wie der heißt, oder Florian Kraus, ich glaube Lukas, ach, ist ja auch egal. Den wir gerade in dem Schnipsel davor hatten, ich glaube, das war auch der, den wir hier im Hintergrund irgendwie gehört haben. Weiß ich nicht, ob das aus Versehen war oder ob das wieder so ein typischer Call war, wo sie einfach nur mal gucken wollten, was passiert, wenn sie da anrufen und verballern so ein bisschen ihre Zeit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn denen da langweilig ist im Callcenter und da rufen gerade nicht so viele Leute an, beziehungsweise tragen sich nicht so viele Leute ein und die haben gerade keine Datensätze, die sie noch irgendwie anrufen und quälen können, naja, dann rufen sie halt einfach so ein bisschen bei Scambaitern an oder Kunden, die sie so ein bisschen aus lauter Langeweile ein bisschen beleidigen wollen. Naja, man kennt's ja nicht anders von den Betrügern, aber schon irgendwie Wahnsinn, dass das überhaupt da möglich ist und dass es da nicht irgendwie Probleme mit dem Arbeitgeber gibt, denn ich würde da keinen Cent mehr an die Mitarbeiter bezahlen, wenn die ganze Zeit nur irgendwelchen Quark am Telefon machen und nicht vernünftig sich auf ihre Sache konzentrieren. Selbst wenn es sich jetzt hier um Betrug handelt. Naja, aber gut, die weiß ich nicht. Wahrscheinlich dürfen die das sogar, damit sie ihre gute Laune an ihrem Arbeitsplatz ein bisschen behalten, aber letztendlich machen sie sich dadurch ja nur immer weiter verdächtig. Ja. Da spricht jemand nicht gerne. Hallo Hartmut? Ja? Hallo, guten Tag, es ist George von Stocks DC mit der Bitcoin System anrufen. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Ich rufe Sie an, weil Sie ein Konto bei uns eröffnet haben und mit unserem System Geld verdienen möchten, richtig? Ich habe Sie gut vorgelesen, ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich bin hier, um Sie mit allen nötigen Informationen zu versorgen und Ihnen beim Einstieg zu helfen, okay? Mhm. Sag mir, ist das dein erstes Mal auf dem Markt? Mhm, nö. Und Sie sind hier, um es auszuprobieren, ja? Was? Hey, das ist der Fall ist, werden wir Sie von Ihnen beantragten vollautomatischen System zu ordnen. Es wird den gesamten Handel für Sie erledigen und Ihre einzige Aufgabe besteht darin, von Zeit zu Zeit online zu gehen, damit Sie Ihre Gewinne überprüfen können. Das System ist sehr effizient und arbeitet mit einer sehr hohen Erfolgsrate. Okay? Also ist das kostenlos, wenn ich da mehr gar nicht machen muss, als meine Gewinne zu prüfen. Da muss ich also nichts einzahlen. Sie haben kein Interesse? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Aber gesagt, hört sich doch gut an, wenn du sagst, das ist kostenlos und ich muss da nichts einzahlen. Das ist doch eine super Idee, dann mache ich da auf jeden Fall mit. Es tut mir leid, aber mein Deutsch ist nicht sehr gut. Sprechen Sie Englisch? Nee, und warum rufst du mich dann an, wenn du kein Deutsch kannst? Weil das wäre dann auf jeden Fall dreist und wirkt auf jeden Fall nicht seriös. Sowas machen nur unseriöse, illegale Betrügerfirmen. Es ist noch illegal, eh? Okay? Was? Okay, Hartmut, hören Sie mich. Ja, ich höre dich die ganze Zeit, aber du kapierst ja nicht, was ich sage. Du redest ja nur im heißen Brei rum, liest da irgendeinen Scheiß ab, aber so richtig antworten tust du ja nicht. Wir verdienen Geld, wann immer Sie Geld verdienen. Deshalb möchten wir, dass Sie so erfolgreich wie möglich sind. Damit ja, genau. Und warum machst du das denn nicht alleine und steckst da dein eigenes Geld nicht rein? Kein Problem, danke, tschüss. Ja, Betrüger. Absoluter Wahnsinn. Er ruft mich an und sagt mir gleich von Anfang an, dass sein Deutsch ja gar nicht so gut ist und erzählt, dass er mich gar nicht vernünftig versteht. Möchte mir aber irgendwelche Finanzgeschichten hier am Telefon verkaufen. Absolut unseriös. Also ich verstehe wirklich nicht, wie das funktioniert, dass man da wirklich Leute findet, die da ihr Geld reinschmeißen. Sowas absolut wirres. Ich finde es nur noch grauenvoll. Aber gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnippelchen. Hallo? Ja. Heiko. Hallo. Ja, was denn? Guten Tag, ich heiße Jack und ich rufe Sie von automatisiert Bitcoin-Tem. Wie geht's Ihnen heute? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, ja? Ja. Vielleicht. Okay, so wie heißt die Seite? Wie bitte?
Na, wie heißt denn die Seite? Stoff.dt. Ach so, das mit dem Stöckchen, ja. Hm? Ja? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren jetzt? Jetzt sofort? Ja, genau. Wie macht man das? Haben Sie eine Visa oder Mastercard? Sowas habe ich, ja. Welche Karte haben Sie? Beide. Eine Visa oder Mastercard? Hallo? Hallo? Ja? Welche Karte haben Sie? Eine Visa oder eine Mastercard? Ja, die habe ich. Ja, welche Karte haben Sie? Na, beide. Okay. Mit welcher Bank benutzen Sie in Deutschland? Das ist doch egal, man kann doch mit jeder Bank überweisen. Wie bitte? Ich sage, das ist doch egal, man kann doch mit jeder Bank überweisen. Es kommt ja nicht auf die Bank drauf an. Ja, ich frage Sie, was ist Ihre Bank? Ja, hab ich nicht im Kopf. Okay, schönen Tag noch. Wieso? Was denn? Ja, also hier haben wir wieder so ein Gespräch, wo ich mich wirklich frage, dass das wirklich funktioniert. Aber gut, scheint ja wohl irgendwie zu klappen und muss ja wohl irgendwie lukrativ sein, weil sonst würden die nicht immer wieder anrufen und so einen Quatsch da am Telefon von sich geben. Naja, aber was will man dagegen tun? Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist weiter solche Videos zu produzieren und die möglichst vielen Leuten zu zeigen, dass da keiner auf so einen Quatsch drauf reinfällt, weil das ist echt dramatisch, wenn da jemand sein Geld einzahlt, weil unterm Strich ist die Kohle nachher weg. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr eigentlich von diesen netten Menschen hier haltet. Wer ist denn da? Kuckuck. Ja, wieder so ein ganz kurzes Gespräch, wo sie einfach nur mal gehört haben, wahrscheinlich, ob jemand rangeht. Ja, oder wieder jemand von diesen netten Betrügern mitbekommen hat, dass er eigentlich jetzt gerade einen Datensatz anruft, den er heute schon mal hatte. Das kann natürlich auch sein. Ja, guten Tag, Herr Scher. Ja, Herr Scher. Grüße Sie. Ich bin Marco Kowalewski am Apparat von Unternehmen EU Option. Ich hoffe, Sie können uns noch zuordnen. Nee, gar nicht. Nee, gar nichts. Okay, kein Problem. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Herr Scher, Sie wissen ja schon, es geht ja um Online-Trading, Online-Handel. Ich wollte Sie weiter informieren, weiterhelfen, wie das Ganze funktioniert. Also, und inzwischen, Sie werden ja auch von unserer Seite einen Bonus bekommen von 100%. Ein Broker, der für Sie das Ganze verwalten kann. Also, das heißt praktisch, Sie haben ja die Möglichkeit, uns austesten, 2 bis 4 Wochen, nur mit dem Bonus und nicht mit Ihrem eingezahlten Geld. Folgen Sie mir? Wohin denn? Wie bitte? Wohin soll ich Ihnen denn folgen? Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Haben Sie mich verfolgt? Ich sehe Sie ja nicht. Wie soll ich Ihnen dann folgen? Ja, wir reden doch über Trading-Share. Was ist mit Ihnen los jetzt? Ja, wir reden, aber kann ich Sie ja nicht sehen dabei. Wie bitte? Ja, wenn Sie sagen, ich soll Ihnen folgen, dazu muss ich Sie doch sehen. Ja, ich wollte Sie weiterhelfen, damit wir kurz das Konto aktivieren können. Sind Sie gerade vielleicht vorne Ihrem Computer? Nee, am Computer bin ich jetzt gerade nicht. Okay, sind Sie in der Nähe von Ihrem Computer? Ja, so Luftlinie vielleicht 4,80 oder so 4,8, ja, denke ich mal. Okay, gehen Sie gut dann von Ihrem Computer. Sind Sie da? Ja. Okay. Sobald Sie von Ihrem Computer sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja, bin ich doch. Okay. Haben Sie auf Ihrem Computer ein Programm wie Anydesk? Was für ein Programm? Anydesk. Kenn ich nicht. Oder TeamViewer? Kenn ich auch nicht. Okay, dann sage ich Ihnen die Webseite. Aha. Okay. Also gehen Sie auf Google oder was benutzen Sie jetzt? Ich weiß nicht. Wie, auf Google kann man doch nicht gehen. Google kann man nur aufmachen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie benutzen. Benutzen Sie vielleicht Google Chrome oder Safari? Nee. Was benutzen Sie? Sie meinen das Internetfenster, was ich da habe. Ganz genau. Das heißt, das ist, glaube ich, so eine Zwiebel.
Haben Sie eine Macke? Ah ja, da war also der nette Mitarbeiter mit der Zwiebel. Den zweiten Teil davon, wo der denn nochmal angerufen hat, dem habt ihr schon diese Woche gehört in den Schnipseln. Nur mal kurz zur Zusammenfassung. Ich habe ihm hier erzählt, der Browser mit der Zwiebel, also ich meine damit den Tor-Browser, also es gibt tatsächlich ein Internetfenster mit einer Zwiebel drauf. Und der beleidigt mich hier. Tja, mit so einer Freudenhausangestellten. Nett. Und ja, in dieser Woche habt ihr davon ja schon mal den zweiten Teil gehört. Keine Ahnung, ist hier ein bisschen durcheinander geraten mit den Schnipseln, aber tut jetzt auch nichts zur Sache. Vom Prinzip her hat er es, weiß ich nicht, eine Stunde später tatsächlich einfach nochmal probiert und wollte dann weitermachen mit seinem Verkauf, obwohl er mich schon als Hurensohn bezeichnet hat. Nett. Und solche Leute wollen von euch Geld haben und rufen tatsächlich dann trotzdem nochmal an. Und, tja, denken, dass sie wohl mit euch Profit machen können. Tja, hier auf der Leitung sind sie definitiv falsch und kriegen keine Profite zustande. Dem ist schon mal definitiv so. Hallo? Hallo. Ja? Guten Tag, Claudius. Guten Tag. Ich bin mal Prat von Bundesbundeshandel. Ich sehe, dass ich habe sich bei uns registriert. Ja? Also man hat Sie jetzt gar nicht verstanden. Das Mikrofon ist, glaube ich, zu nah am Mund. Ja. Sie haben sich für unsere automatische System registriert. Ja. Wer sind Sie denn? Ja. Ich heiße Chris. Ich bin Ihr Kontomanager. Und wie ist Ihr voller Name? Ihr Name wird ja wohl nicht sein Chris, Ihr Kontomanager. Chris Turner. Turner. Also wie Tina Turner. Turner, ja. Die mit den großen Möpsen. Ja. Ah, okay. Ja, und genau. Wie heißt das Firma? Okay. StocksDC. StocksDC.com. Ah, das mit dem Stöckchen. Okay, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Natürlich. Okay, welche Karte haben Sie? Visa oder Mastercard? Die habe ich beide. Okay, welche Karte möchten Sie verwenden? Ich würde beide nehmen, also von der einen die Hälfte so und von der anderen die Hälfte so. Okay, schauen Sie nach die Karte und sagen Sie mir, was ist das Ablaufdatum? Von welcher Karte denn? Mastercard, von der Mastercard. Ja, da muss ich aber erstmal eine holen. Aber wollen Sie mir nicht ein bisschen was über Ihre Firma erstmal erzählen, was die so macht und was die so kann und was man davon hat? Okay, ich schicke Ihnen eine E-Mail mit alle den Anweisungen. Vielen Dank. Nee, ich kann ja keine E-Mail aufmachen. Na guckt mal, da haben wir ja wieder so ein richtiges, seriöses Unternehmen am Telefon gehabt, was keine Informationen geben will und einfach nur per E-Mail, weil am Telefon kostet ja zu viel Zeit. Tja, ich weiß nicht, ob man das bei denen schon, weiß nicht, Multitasking oder irgendwie anders nennen will. Ja, die denken wahrscheinlich, dass die Kunden sich wirklich den Quatsch da per E-Mail durchlesen, was da kommt. Ja, und vor allem das Allerwitzigste ist, entweder kommt da gar keine E-Mail oder da steht einfach gar nichts Vernünftiges, Wichtiges, Sinnvolles drin, was meine Fragen beantworten würde. Und vor allem, er will mir ja bei der Anmeldung helfen. Wie wär's denn, wenn er mir vielleicht erstmal irgendwas über seine Firma erzählt? Aber naja, ihr wisst ja Bescheid. Darum geht's ja überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass ihr euer Geld einzahlt und das dann nie wiedersehen werdet. Schönen guten Tag. Ich spreche mit Herrn Lodi, ja? Nee, knusprig. Also, ich bekomme Nachricht, dass Sie haben Interesse mit Online-Bitcoin-Handlung, ja? Ja, also, Sie sind angemeldet vielleicht und Sie haben vielleicht unsere Werbung gesehen und danach sind Sie angemeldet, ja? Ja, weil die Seite komisch war. Bitte? Weil die Seite komisch war. Komisch? Sie sind komisch. Ich bin komisch. Haben Sie eine Macke oder was? Sie rufen bei mir an, beleidigen. Ja, so stellt man sich die seriösen Gespräche mit seiner Bank natürlich vor. Oder Tradingbank oder wie auch immer man das Ganze hier nennen möchte. Online-Broker heißt das ja ganz genau genommen. Tja, aber die sind definitiv kein Online-Broker, sondern einfach nur ein Callcenter, was von euch Geld abgrast und danach erhaltet ihr keine Leistung. Hallo, spreche mit Herrn Ex-Cousin? Hallo, sprich mit Herrn Ricardo. Nee, Herr Exquisite. Herr Klein ist mein Name, schon Sie am Apparat haben. Können Sie mich hören? Ja, gerade so, die Musik übertönt Sie aber fast.
Ja, ich rufe Sie wegen der Anmeldung an. Ja, es geht um Online-Handel. Erinnern Sie sich? Nee. Sie haben eine Anmeldung über uns gemacht. Es geht um Online-Handel. Aha, wann denn? Das haben Sie am 25. gemacht. 25. was denn? Februar. Ach so. Genau, richtig. Ja. Das heißt, Sie brauchen jetzt Ihre Handelskonto zu aktivieren. Was? Ja, das heißt, haben Sie Interesse überhaupt, Ihre Konto zu aktivieren, damit Sie dein Geld verdienen können? Ja, ich weiß ja nicht mal bei wem. Bei Bitcoin System. Sie haben bei Bitcoin System eine Anmeldung gemacht. Sie haben Interesse gezeigt, ja? Und jetzt brauchen Sie Ihre Konto zu aktivieren. Ja. Soweit verstanden? Nee, bei Ihnen ist die Musik so laut. Ja, es gibt Musik, damit Sie dann nicht ständig die Stimme von meiner Kollegin hören. Es ist viel angenehmer, wenn Sie dann Musik hören. Na, ich höre Sie ja dadurch gar nicht. Also, nochmal. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Ja, es geht um Online-Handel. Bei Bitcoin System haben Sie das gemacht. Erinnern Sie sich? Ich höre fast nur Musik. Sie hören fast nur Musik. Was haben Sie nicht gehört? Ja, den kompletten Zusammenhang. Keine Ahnung. Herr Esquisit, warum machen Sie solche Spielchen wieder am Telefon? Sind Sie doof? Sie spielen doch Musik ab. Das ist echt unseriös von Ihrer Seite. Aha, also Sie spielen Musik ab und der Kunde ist unseriös. Irgendwas scheint da bei Ihnen technisch nicht ganz richtig zu laufen. Ja, wirklich, ist so. Herr Esquisit, haben Sie psychische Probleme oder was? Nee, aber ihr ja wahrscheinlich, weil ihr habt ja da so laute Musik an, dass man kaum was versteht. Sind Sie irgendwie doof? Also ich muss euch jetzt mal was verraten. Das hier gerade eben war ein hochfrequentes Intelligenz-Callcenter. Die sind nämlich so intelligent, da können wir als Zuschauer alle mal nicht mithalten. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht genau verstanden, was die jetzt hier von uns wollten. Also es ist unsere Schuld und wir wissen das nicht. Hallo? Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Anna Becker. Ich spreche gerade mit Herrn Thomas Geis. Ja. Ich grüße Sie. Jetzt sind sie weg. Wie bitte? Ja, die waren weg. Okay, hören Sie mich jetzt? Ja. Also ich rufe Sie vom Block 10, weil Sie bei uns eine unbestätigte Transaktion haben. Was heißt also, das? Also das bedeutet... Wie bitte? Was heißt das? Das bedeutet, dass Sie früher bei Online-Handel investiert haben, aber Sie haben keine Rückzahlung bekommen, richtig? Nee. Haben Sie nie mit Online-Handel zu tun gehabt? Genau. Haben Sie vielleicht Ihre Daten an jemand anderen erlauben zu nutzen? Nee. Okay, das kann dann vielleicht ein Fehler auf unserem System sein. Nee, ich denke, dass euer Betrug nur einfach dann nicht funktioniert. Wie bitte? Ich denke nur, dass dann euer Betrug nicht funktioniert, wenn man so antwortet. Nee, es ist nicht so. Nee? Es ist nicht so. Doch. Okay? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, deshalb sind unsere Kunden sehr zufrieden. Nee. Ja, ja. Ihr habt keine Kunden, ihr habt nur In der Tat, dass die Kunden haben sollen, kann nur gelogen sein. Also Kunden haben die definitiv nicht, wenn, dann haben die nur Opfer. Was anderes haben die definitiv nicht. Also das geht gar nicht. Weiß es nicht. Niveau findet man hier, glaube ich, kaum noch, wenn solche Leute anrufen. Es wird immer unterirdischer und naja, ich weiß es auch. Aber es ist wirklich so. Die lesen alle ihr komisches Skript vor und sobald man irgendwie ein bisschen abweicht von dem, so wie sie sich das vorgestellt haben, sind sie eigentlich schon vollkommen raus und wissen überhaupt nicht mehr, tja, wie sie eigentlich noch mit dem Kunden weitermachen sollen und beenden das Gespräch. So stellt man sich das mit einer seriösen Bank natürlich immer vor. Sehr schönen guten Tag. Guten Tag, ich bin gerade mit einem Bus verbremst. Ich verstehe leider überhaupt nichts. Was verstehen Sie nicht, bitte? Wen möchten Sie sprechen? Mit Herrn Gustav. Das ist ja nicht der komplette Name. Okay, so ich habe einen Namen hier. Gustav Rentorte.
Richtig, und Sie sprechen mich nicht mit Gustav an, sondern mit Herrn Rentort. Okay, aber ich möchte mit Herrn Gustav sprechen. Ja, mit dem, den werde ich Ihnen nicht geben. Das gibt hier nur den Herrn Rentort für Sie. Warum? Weil das unhöflich ist. Okay, so, er hat eine Anmeldung bei uns gemacht, deswegen habe ich ihn angerufen und hat diese Nummer gelassen. Wissen Sie, dass Ihr Deutsch klingt, wie als wäre es gerade frisch aus dem Mülleimer gekommen? So, ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung. Haben Sie mich verstanden? Na so, semi. Wie bitte? Ja, genau. Sprechen Sie mit mir, oder? Ja. Okay, weil ich habe Ihnen gesagt, ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung. Das ist eine Anmeldung an Online. Wow, toll, habe ich etwas gewonnen? Was habe ich denn gewonnen? Was gibt's denn für Preise? Bitte. Habe ich was gewonnen? Ich was ist denn der Preis? Sie haben so was ist denn der Preis? Was ist denn der Preis? Was habe ich denn gewonnen? Was habe ich denn gewonnen? Eine Scheiße haben Sie gewonnen. Oh, wow! Essen Sie bitte. Wow! Okay, damit habe ich selber nicht gerechnet, aber gut. Ja, also zur Erklärung, das ein oder andere Gespräch liegt dann doch schon ein bisschen weiter zurück, dadurch, dass ich ja die Telefonate immer so am Stück hintereinander wegtelefoniere, zwischendurch natürlich auch immer alles, was dann danach noch reinkommt, aber wenn ich so meine Anmeldephase habe, naja, dann klingelt das Telefon hier halt im Minutentakt gefühlt, also immer, wenn ich nicht gerade dran gehe, immerhin. Und tja, dadurch entsteht natürlich auch für mich beim nochmal Anhören immer mal eine Differenz, ne? Und ja, okay. Was will man eigentlich jetzt noch dazu sagen? Ja, nur noch unterirdisch und nur noch gruselig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr kennt die Geschichte mit dem Däumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ein Abo sowieso. Wer möchte, schreibt gerne noch was in die Kommentare. Besucht mich auch, wenn ihr wollt, auf Social Media. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf dem Kanalprofil. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.